Hey du, schönen guten Tag, Pokémon-Zeit. Der Download-Content für Pokémon Purpur ist da. Ring, ring. Hallo Lassi, ich bin's Jim, wie geht's, wie steht's? Hallo Senior Jim. Entschuldigung, dass ich dich einfach so anrufe, du bist sicher schwer beschäftigt, ich glaube. Und aber glaub mir, es lohnt sich, dass du den Anruf angenommen hast. Es ist nämlich so, dass unsere Akademie jedes Jahr zu dieser Zeit eine Exkursion veranstaltet. Und zwar in Zusammenarbeit mit einer anderen Schule. Und ob du es glaubst oder nicht, du wurdest als Teilnehmer ausgewählt. Dieses Jahr geht die Reise in die östlich gelegene Kitakami-Provinz. Da sie ziemlich weit weg liegt, ist die Anzahl der Teilnehmer diesmal besonders beschränkt. Du hast also echt Glück, dabei zu sein. Komm bitte in die Eingangshalle der Akademie, dort erhältst du alle weiteren Details. Oh, du wirst natürlich nicht zur Teilnahme gezwungen, aber das ist wirklich eine einmalige Gelegenheit. Also nur keine falsche Scheu. Na dann, wir sehen uns. Na dann. Wollen wir mal. Wir haben hier noch nicht so viel gemacht im Spiel. Aber deswegen fliegen wir jetzt trotzdem zum DLC und gucken, was da abgeht. Auf diesem Spielstand habe ich nicht so viel gemacht, aber ich habe es ja schon mehrfach durchgespielt. Alle Pokémon gesammelt, aber es gibt ja ein paar neue jetzt. Ein paar neue Freunde. Wow. Ziehen hier Sommer an, weil wir in sommerliche Regionen reisen. Der Schüler für die Exkursion, Jim meint, er wäre hier. Ich bin's. Moment, bist du etwa... Ja, du bist es. Du wurdest doch für die Exkursion ausgewählt. Wie war dein Name noch gleich? Mein Name ist Lasse. Ah, Lasse, du bist von der höflichen Sorte. Wie? Welch eine Ausstrahlung. Oh, du hast hier einen Terra-Kristall-Orb. Das sollte mich wohl bei den Schülern an der Akademie hier in Paldea nicht überraschen. So reich an Ressourcen wie diese Region ist. Oder handelt es sich bei dir etwa um einen ganz besonders talentierten Schüler? Klar. Ach, entschuldige bitte, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Miss Brianna, entschuldigen Sie die Verspätung. Oh, da bist du ja auch schon, Lasse. Du hast echt ein Riesenglück, dass du gleich in deinem ersten Jahr auf Exkursion geschickt wirst. Ich würde nur zu gerne mitkommen. Ui, Verzeihung, Miss Brianna. Ich wollte Sie nicht unterbrechen. Nun, wie du eben gehört hast, lautet mein Name Brianna. Ich bin Lehrerin an der Blaubeerakademie. Diese Schule liegt in der Einallregion. Miss Brianna ist dort für den Lehrplan zuständig. Dieses Jahr betreut die Blaubeerakademie Exkursion. Da bin ich gekommen, um dich abzuholen. Die Kitakami-Provinz ist für ihre Ländlichkeit berühmt. Sie mag etwas abgelegen sein, birgt aber auch ein paar wundersame Geheimnisse. Es wurde dort sogar dieselbe Energie wie die der Terra-Kristallisierung hier in Paldea nachgewiesen. Ich freue mich besonders darauf, das näher zu erforschen. Also neben meinen Pflichten als Betreuerin, versteht sich. Versteht sich. Irgendwann würde ich auch nur zu gerne mal den Schlund von Paldea erkunden. Dafür bräuchten Sie Erlaubnis zur Pokémon-Liga und von Direktor Clavel. Selbstverständlich, dessen bin ich mir bewusst. Ich habe mein Gesuch bereits eingereicht und hoffe auf eine erfreuliche Antwort. Oh, Entschuldigung, Lasse, da haben wir doch einfach über deinen Kopf hinweg gequatscht. Um wieder auf deine Exkursion zurückzukommen, sieht diese Reise einfach als eine Schatzsuche jenseits von Paldea an. Was für eine Gelegenheit. Zeigst du mir bitte kurz dein Smart-Rotom, dann aktualisiere ich fix deine Pokédex-App. Okay. Dein Pokédex wurde um die Kitakami-Pokédex erweitert. Und fertig. Jetzt kannst du auch all die Pokémon registrieren, denen du in Kitakami begegnen wirst. Die Erlaubnis deiner Mutter haben wir bereits eingeholt. Keine Sorge. Deinem Abenteuer steht also nichts mehr im Weg. Viel Spaß und gute Reise.
Senior Jim ist wahrlich eine Seele von Mensch. Seine Begeisterung ist geradezu ansteckend. Also dann, Lasse, es ist ein weiter Weg bis zur Kitakami-Provinz. Die erste Etappe liegt, legen wir per Flugzeug zurück. Und dann geht es mit dem Bus weiter. Gib mir bitte Bescheid, sobald du bereit bist, nach Kitakami aufzubrechen. Anton? Bist du bereit für deine Reise in die Kitakami-Provinz, Lasse? Yo! Let's go! Sehr schön, sobald der Rest der Truppe eintrifft, brechen wir auf. Mir wurde mitgeteilt, dass die Teilnehmer per Los ausgewählt wurden. Also möglich, dass ihr euch heute zum ersten Mal seht. Als Betreuerin ist euer Wohlergehen natürlich meine absolute Priorität, doch ich hoffe, auch selbst etwas aus dieser Reise ziehen zu können. Da fällt mir ein, ist sie das Purpurbu ein Begriff? Nö, weiß nicht mehr. Oh, das überrascht mich. Ich bin sicher, dass sie mir über mindestens ein Exemplar verfügt. Bei der Verfasser dieses Buch Alondo handelt es sich um meinen Vorfahren. Da habe ich das Privileg, im Besitz eines Originalmanuskripts zu sein. Dorup. Sieh mal, in der veröffentlichten Printausgabe sind diese Seiten verschmiert und kaum lesbar. Ein Pokémon wie eine Scheibe. Als ich mich alleine wiederfand, war mir, als hätte ich tief im Schlund ein seltsames Etwas entdeckt. Ich wusste weder, ob es ein Pokémon war, noch ob es überhaupt lebte. Seine Hülle bestand aus zahllosen geschichteten Sechsecken, die heller funkelten als Edelstein. Seiner Gestalt glich dieses Etwas einer Scheibe. Ich gebe diesem Wesen vorläufig den Namen Terrapagos. Wenn ich mich nicht täusche, könnte es sich bei der Substanz des Körpers um die Ursache dafür handeln, das Pokémon kristallisieren und leuchten. Darauf abgebildet ist ein Pokémon namens Terrapagos. Es handelt sich dabei um ein rätselhaftes Pokémon, dem Alondo begegne, als er in die tiefsten Tiefen von Zone 0 vordrang. Die meisten Menschen halten das jedoch für nichts als Unsinn. Mein Traum ist es, Terrapagos finden, weisen, dass Alondo die Wahrheit sprach. Allerdings habe ich bisher noch nicht die Erlaubnis erhalten, Zone 0 zu betreten. Jo. Aber das macht nichts. Ich konzentriere mich auf das, was ich im Moment tun kann. Miss Brianna, wir sind bereit. Sehr schön, damit wären wir vollzählig. Also dann alle miteinander brechen wir auf nach Kitakami. Yeah, aufbrechen. Hui, mit der Flugzeug. Oh, Glurak ist auch dabei. Da unten aus Glurak. Ja, ausweichen. Ausweichen. Der Schatz von Zone 0. Teil 1, die türkisgrüne Maske. Da sind wir. Endlich haben wir es geschafft, wir sind da. Boah, mein Hintern tut richtig weh vom langen Sitzen. Erster Flieger und auch der Bus. Hahaha, ja, das war wirklich eine lange Reise. Aber wir haben niemanden unterwegs verloren, richtig? Sind noch alle da? Ja. Wenn das so ist, willkommen in Kitakami. Hier werden wir während unserer Explosion die Zeit verbringen. Ich bin übrigens selbst auch zum ersten Mal hier. Die Ländlichkeit ist wahrlich atemberaubend. Vor uns liegt das Dorf Midoriya. Es wird uns quasi als Basis dienen. Miss Brianna, mit mir geht's nicht so gut. Oh, hier, du Ärmster, das wird wohl die Reisekrankheit sein. Dann lasst uns erstmal eine Pause einlegen und die schöne Landschaft genießen. Lasse, dürfte ich dich um einen Gefallen bitten? Könntest du dich bitte schon mal nach Midoriya aufmachen und dem Verwalter im Gemeindehaus von unserer Ankunft berichten? Ich sage ihm bitte auch, dass wir jemanden dabei haben, dem es nicht so gut geht. Selbstverständlich. Wunderbar, danke dir. Ich kümmere mich derweil um unseren Patienten. So, da sind wir. Da ist er. Fifien. Einfach einen Ball drauf werfen, oder was? Einfach mal einen Ball drauf werfen auf Fifien. Oh,
Oh, Fifien wurde gefangen. Fifien. Das Biss-Pokémons. Es jagt Beute im Rudelnacht, ist diese erschöpft, bringt er sie zur Strecke, stößt Fifien jedoch auf Widerstand, er ergreift es auch mal die Flucht. Möchtest du Fifien einen Spitznamen geben? Jo. Du bist Fuffi. Fuffi. In eine Box. In eine Box. In eine Box. Oh, da liegt was. Ränkeschmied. Ränkeschmied. Du hast Weberak überrascht. Los, Weberak. Geh in den Pokéball. Bing. Du hast Weberak gefangen. Nummer 1. Einige Fischer knüpfen sich aus seinem robusten Faden Netze, mit denen sie dann Fisch-Pokémon fangen. Das Fadenwurf-Pokémon. Weberakaka. Weberakaka. In the Box. Funk. Oh, hallo. Krebskorb. Der Korb will auch eingefangen werden. No, Krebskorb ist frei. Nee, Krebskorb will nicht. Hier fahren wir drauf auf Krebskorb. Oh, das hat geklappt. Der hat's überlebt. Das ist gut. Gefangen. Krebskorb, das Grobian-Pokémon. Da im Schmutzwasser nicht ausmacht, muss es nicht mit anderen Wasser-Pokémon ums Futter streiten. Deshalb konnte es sich rasch vermehren. Jo, du bist Mister. Ich wollte eigentlich einen anderen Namen geben. Ich soll zu Mister, ja. Mister, soll zu Mister Krebs so heißen. Spitznamen, da. Mr. Krebs. Mr. Krebs. Mr. Krebs ist besser. Mr. Krebs. So, wir sollen jetzt ins Dorf gehen. Die können wir auch noch nicht machen. Was bist du hier? Schrawickel. In den Ball, Schrawickel. Schrawickel will nicht in den Ball.
Mamo. Jetzt gehst du wieder in den Bau. 1, 2, 3. Bing. Strahlwiegel wurde gefangen. Das habe ich natürlich keinen Namen gegeben. Ist so. Ist so. Das sieht ganz gut aus. So. Mal hoch, wenn ins Dorf gehen. Wir sagen, machen wir hier ein Päuschen. Ich sag dir, danke, dass du dabei warst. Hier Pokémon DLC und so. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn.